Aber jetzt zeigen Selfmade-Regisseure, was sie drauf haben. Von Clips bis Mangas ist alles drin. Jeder träumt davon, Spielfilme zu drehen. Aber kein Banker der Welt gibt dir dafür Kredit. Wenn also die Kohle fehlt, muss man eben seine kleinen grauen Zellen strapazieren. Das Ergebnis? Kurzfilme, Clips und Mangas im Do-it-yourself-Verfahren. Morsi zeigt uns die Abenteuer von Doc Morsi. Der 26-Jährige aus Montpellier heißt eigentlich Mathieu und bastelt seit 5 Jahren mit seinen Buddies Kurzfilme mit Titeln wie Boys in the Wood, Forest Gun oder Morsi das Auge. Man nehme Action, Selbstironie und Special Effects, die wirklich sehr special sind. Eigentlich wollten wir einen ernsten Streifen drehen. Aber als wir mit dem Schnitt fertig waren, konnten wir nicht mehr ernst bleiben. Dazu war der Film zu bescheuert. Die Schinken aus den 70ern haben mir alle Hemmungen genommen. Ich habe mir eine ganze Reihe von diesen Billig-Ballerstreifen reingezogen und gedacht, was die können, kann ich auch. Technisch gesehen bin ich mit meinem Equipment jedenfalls auf demselben Level. Geil, jetzt geht dir wohl die Puste aus, was? Hi, Champ, alles klar? Na, fühlst du dich eingeengt, du Flasche? Total Low Fidelity, aber DV ist sauber, ohne Staubkorn oder Schrammen. Da sieht man wenigstens sofort, dass es eine Amateurproduktion ist und nicht irgendein 20 Jahre alter Siff. Und es kostet nichts. Ich mach deine Alten. Ja, gut. Ich nehme sie von hinten. Okay, genau so. Los, mach weiter. Und Sophie nehme ich auch, die geile Sophie. Ben, 22, aus Paris, schlug den Dax Riders spontan vor, für relativ wenig Kohle einen Clip für sie zu machen. Also, am Anfang hatten wir uns gedacht, die Idee war... Es sollte eine Verfolgungsjagd werden. Nein, das ist auch nicht richtig. Die Geschichte sollte von einer Gang handeln. Naja, eigentlich eher von einer Gruppe von Tänzern, okay? Ursprünglich waren da Kastanienverkäufer geplant, aber da habe ich mir gedacht, dass ich vielleicht Stress mit der indischen Community kriege, die hier in Frankreich lebt. Ja, das sind Breakdancer, die einen Einkaufswagen durch Paris karren. Sie sind die rote Gang und ihr Territorium ist die Place Rivoli. Und jetzt kommt die blaue Gang und will diesen Spot zurückhaben. Die Dreharbeiten waren mega chaotisch. Das komplette Set war in 2 Kombis untergebracht. Die Klamotten, die Einkaufswägen. Wir hatten keine Drehgenehmigung, nichts, die totale Freiheit. Du brauchst Selbstvertrauen und ein großes Maul. Innerhalb von 3 Tagen war der Clip im Kasten, gedreht mit 4 ausgeliehenen Digitalkameras, einem gutmütigen Kameramann und ein paar Kumpeln als Darsteller. Der Regisseur Seb Janjak fand das Projekt so cool, dass er dem Team seine Produktionsfirma zur Verfügung stellte. Ist ein Japan-Addikt und hat sogar die Sprache gebüffelt. Egal ob Mangas, Videospiele oder Animationsfilme, was in Nippon produziert wird, findet er einfach mega geil. Seit Mitte der 80er haben er und seine Posse kein Abenteuer von Bioman verpasst. Diesen 5 maskierten Rittern, die die Erde gegen Invasionen von Außerirdischen aus Pappmaché verteidigen. Ein paar japanische Studenten hatten schon vor Jahren eine Bioman-Parodie auf 8mm gedreht, die mittlerweile Kultstatus hat. Haikoku Sentai. Darin wurden die Außerirdischen durch furchterregende Kommunisten ersetzt. Alex bietet jetzt eine Parodie auf diese Parodie mit einer guten Portion French Touch. Seine Serie France 5 hat sogar eine eigene Website. Ist der Nippon-Fan ein echter Otaku?
klingt ja cool. Ich sag, klar hatte ich eine Phase, wo ich voll auf dem Otaku-Trip war. Das hat sich aber inzwischen etwas gelegt. Aber wenn du vorhast, etwas in dieser Richtung zu machen, dann musst du voll drauf abfahren. Nenn es Parodie oder Hommage, uns ging es um den Spaß, aber wir haben uns echt Mühe gegeben. Jeder sieht, dass die Dreharbeiten mega fun waren. Die Kiddies nehmen es aber richtig ernst. Ein Fünfjähriger findet das gar nicht komisch. Die Kohle für den Film haben wir uns zusammengeschnorrt. So ein Streifen kostet zwar nicht viel, aber die Kleinigkeiten gehen schon ins Geld. Zum Beispiel die Explosionen. Das klingt banal, aber so ein Knall verheizt schon mal gut 30 Euro an Böllern. Ich nehme an, Sie kennen schon meine neueste Kreation, Disco Strum. Hier bin ich, Meister. Trotz des bescheidenen Budgets von 3000 Euro ist France 5 mittlerweile auch in Japan ein Killer. Ich weiß, wie es auf professionellen Sets zugeht. Da ist es mit den Kumpels schon lustiger. Ein Streifen wie France 5 professionell durchzuziehen wäre, glaube ich, ziemlich öde.